Eher habe ich gewohnt, als ich verheiratet war. Ah ja? Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 22 Jahren. Oh. Und wer wohnt heute da? Ein paar Leute, die ich mal kannte. Ja? Wie geht's? Bist du das, Francis? Es ist nicht einer von diesen Marsmenschen. Heb das Fass da hoch. Stemmst du solche Sachen nach selbst? Schaffst du das? Helen? Helen Archer. 20 Jahre habe ich dich nicht gesehen. Billy sagt, du hättest eine Frau. Ich könnte nicht wieder heiraten, nicht? Aber ich habe mit Helen gelebt. 9 Jahre mit Unterbrechung. Sie ist eine verdammt gute Person. Halt! Stehen bleiben! Kannst du mal stehen bleiben! Hey, wer? Hey. Gib mir deine Hand! Schneller! Halber Tag Arbeit, also auch nur halber Lohn. 3,50. Ich bin der Boss. Ja, du bist der Boss. Und du bist auch ein starker Bursche. Aber ich weiß, wann man mich übers Ohr haut. Diese Hand hat was dagegen. Oh! Drohungen, ja? Weißt du, dagegen hab ich was. 5,25 ist alles, was ich zahle. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Schert dich doch einen Dreck, wo jemand gesteckt hat oder nicht. Ich hätte schon dreimal auf der Straße verrecken können und du hättest nichts davon gemerkt. Wolfsmilch. Die aufsehenerregende Verfilmung des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romans von William Kennedy. Meryl Streep und Jack Nicholson in einem eindringlichen Plädoyer für die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Kompromisslos, realistisch und von tiefer Menschlichkeit. Wolfsmilch.